Schön, dass ich euch wieder auf meinem Kanal begrüßen kann, nachdem ich euch erst vor kurzem ein ähnliches Instrument vorgestellt habe. Heute ein Drehmomentenschlüssel, der nicht für das Fahrrad geeignet ist, sondern mehr für das Kfz geeignet ist. Mit dem könnt ihr eine Menge Geld sparen, indem ihr nämlich in Zukunft euer Rad wechseln, Sommer, Winter selbst vollzieht. Wichtig ist immer das richtige Drehmoment zum Lösen und zum Anziehen. Und das könnt ihr mit so einem Ding realisieren. Wie? Das zeige ich euch in diesem Video. Natürlich gehört zu einer Vorstellung auch ein kurzes Auspacken. So kommt es geliefert an. Ihr seht, da kommt eine Bedienungsanleitung mit, die hat die englische Sprache, auf der Rückseite eine Konvertierungstabelle. Selbst das Gerät und die entsprechenden Radmutternaufsätze sind vorhanden. Das ist die Ratsche, die hat natürlich zwei Stellungen, links und rechts. Da ist ein 1/2 Zoll Vierkant zum Aufsetzen dieser vier verschiedenen Radmutter aufsetzen oder der Verlängerung. Man kann die natürlich in zwei Stellungen justieren. Das ist die Justage des Drehmomentes graviert. Da gibt es also ganz klare Erkennungsmerkmale. Da unten haben wir eine Fixierungsbefestigungsschraube, die ihr anziehen könnt, wenn ihr das richtige Drehmoment gefunden habt. So verstellt sich das Drehmoment nicht mehr oder eben lockern, wenn ihr ein neues Drehmoment einstellen wollt. Das sind die vier unterschiedlichen Aufsätze, 24, 21, 19 und 17 mm, hervorragend gefertigt. Da gibt es keine Materialfehler. Und hier auf der Rückseite noch ein Hinweis zu einer deutschen Serviceadresse. Ja, jetzt im Praxistest, ne, jetzt braucht man einen Schraubensatz, das ist der 19er Schraubensatz, den könnte man jetzt direkt draufstecken, aber da ist der Hebel zu schmal, deshalb verlängern wir den jetzt einfach und setzen den hier hinten drauf. Übrigens gibt es bei diesem Ding keinen Auswerfer, ne? Das muss einfach nur so gehen. Dann hält aber einigermaßen sicher. Und jetzt gehen wir einfach mal an so eine schon bereits locker gedrehte Schraube und ziehen die jetzt fest, indem wir einfach die Arretierung stellen. Und jetzt kann ich das natürlich anziehen. Ja, war jetzt bereits locker. So, und beim Festziehen muss man einfach nur darauf achten, dass man es nicht über das Maß hinaus anzieht. Jetzt spricht das Drehmoment von 84 an und damit ist die Schraube auch einigermaßen korrekt angezogen. Das kann man dann auch an den anderen nochmal prüfen. Auch die sind genau auf das gleiche Drehmoment angezogen. Wenn man das lösen will, ist ja ganz einfach, einfach den Hebel in die andere Richtung drehen und jetzt kann ich das auch locker lösen. Oder eben dann wieder in die andere Richtung festziehen. Natürlich auch eine kurze Zusammenfassung über dieses kräftige Instrument, diesen Drehmomentenschlüssel, der in einem weiten Bereich einstellbar ist, also auch für Kfz geeignet ist, habt ihr ja gerade gesehen. Die Verlängerung mit den vier Schraubaufsätzen ist sehr dienlich beim Anziehen oder Lockern der Räder. Da tankiert ihr also nicht unbedingt den Reifen. Das ist ganz wichtig, dass das dabei ist. Das Einstellen ist total einfach. Man muss es nur beherrschen. Man muss nur die richtige Einstellung finden. Wenn man die dann gefunden hat, kann man das ja hier unten justieren. Und dann braucht ihr das nie wieder justieren und einstellen. Das Aufsetzen der
Schraubaufsätze ist einfach. Allerdings, liebe Freunde, gibt es hier nicht, wie bei vielen anderen üblich, einen Auswerfer. Das müsst ihr dann abziehen. Das ist also möglich, aber eben nicht sehr komfortabel. Das ist es gewesen, liebe Freunde. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.